Nicht selten wird die Beherrschung des Feuers als größter Triumph unserer Zivilisation betrachtet. Doch unsere Eroberung der Kälte ist eine nicht minder spannende Geschichte, die von dunklen Anfängen bis zu einer ultimativen, eisigen Grenze führt. Jahrhundertelang blieb Kälte ein verwirrendes Rätsel. Niemand wusste, was sie eigentlich war und wie sich ihre Auswirkungen bändigen ließen. In den vergangenen 100 Jahren jedoch hat Kälte unser Leben nachhaltig verändert. Häuser, Wohnungen, Supermärkte ohne Kühlschränke und tiefgefrorene Lebensmittel, Wolkenkratzer ohne Klimaanlagen oder Krankenhäuser ohne flüssigen Sauerstoff sind heute kaum vorstellbar. Die Technologie der Kälte ist für uns etwas ganz Alltägliches. Und doch war es nur durch sie möglich, in den Weltraum und in die tiefsten Tiefen unseres Gehirns vorzudringen. Und heute, wo wir neue, ultrakalte Verfahren entwickeln, um Quantencomputer und Hochgeschwindigkeitsnetzwerke zu erschaffen, könnte die Kälte sogar die Art und Weise verändern, in der wir denken und handeln. Dies ist die Geschichte von Wissenschaftlern und Träumern, die im Verlauf der vergangenen 4 Jahrhunderte die Temperaturskala tiefer und tiefer hinabstiegen, um die Kälte zu erobern, unser Leben zu verbessern und zu versuchen, die ultimative Temperaturgrenze zu erreichen, einen Gral so schwer zu fassen wie die Geschwindigkeit des Lichts, den absoluten Kälte-Nullpunkt.